Aber los, Freunde der Spiegeltour, heute wolzen wir. War ja der Charakterdefekt. Deshalb gab es lange keine Folgen auf YouTube. Und zwar wegen diesem Skill. Der prockte nämlich und hat das Schild, also das Kraftschild des Zauberers zerstört. Das ist aber gefixt worden, jetzt nach Ewigkeiten. Und ja. Jetzt können wir mal gucken, ob wir den Feind schaffen, beziehungsweise den Boss. Zwischendurch war ich ab und zu mal kurz drin und habe mal den letzten Abschnitt nochmal gemacht, aber Items farmen ist jetzt nicht sehr dankbar hier. Deshalb gehen wir jetzt einfach direkt darüber. Und obwohl ich ein paar Tage nicht gespielt habe, hoffe ich, dass ich nicht sofort drauf gehe. Es wurde ja recht viel nachgefixt und balanciert. Es gibt ja nicht mehr die Über-Nahkampf-Fähigkeiten wohl. Die wurden ja alle ein bisschen debufft. Schau ich mal, dass ich als Zauberer ein bisschen stärker bin. Sorry to disappoint, Lambag, but it will have to be a no. You said you knew where the piece of the Hellion was. I don't see anything. We did not lie. The previous bearer of the artifact reached our chamber to defy us. The relic you want joined the Wii. You may enter in contact with it once you have provided us your organic mass, for it is inside of us. You ate it? Oh, come on, Lambak. I've had enough of your games. We finish this right now. Na, hoffentlich. Oh, könnte sein, dass ich den falschen... Ah ne, ich habe den richtigen Golem aktiviert. Dann geht das ja. Ach, ist das angenehm, wenn man nicht die ganze Zeit auf null Schilde runterfällt. Und auch das Schild richtig aufgeladen wird durch meine Fähigkeit. Danke, Anonymous, für Prime-Abo. Zu spät. I need more power. Auch zu spät. Manage that.
Scheiße, ey. Ich bin echt nicht mehr ganz so fit. Dann machen wir es eben so. Obwohl, die Verwandlungsformen wurden ja auch angepasst, dass sie nicht mehr so übermächtig sind. Ich kassiere mal ein bisschen Schaden mit Absicht. Na komm, mach das eben. Genau das wollte ich nur erreichen. Either it's dead or it's really pissed off. Die Götter von wohl im Schaden versteckt, aber in der Dauer reduziert. Danke, Frosty. Es ist noch kein GZ. Jetzt kommt erst die richtige Phase. Aber ich glaube, mit Kraftschild ist die leichter zu schaffen, als wenn man die ganze Zeit keins hat. Wie gesagt, es war vorher, glaube ich, für mich unmöglich, überhaupt den Boss zu machen. Mit dem Bug. Upsala. Meine Güte. Muss man mehr aufs Movement achten.
more power. Weg! Oh, ich häng hier fest, ey. Ich fass das nicht. Muss ich mal um die ganzen Ads kümmern. Hä? Ich stehe doch ganz normal in dem Heilkreis. Ohne Kack, ich stand in der richtigen Position. Ach, es ist trotzdem so ein Blocking immer noch hier, ey. Du kannst dich dreimal wiederbeleben. Ja, ich bin weitergekommen als zuvor, weil mein Kraftschild jetzt nicht immer wieder auf Null geht automatisch. Thank you.
use that right now. Strain, our armies will become unstoppable. I'll manage that right. I need more power. Ich hab das doch gerade zerstört. Das Spiel ist nicht mehr so buggy wie am Anfang. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und meinst du, dass das ein schlechter Zeitpunkt ist, jetzt dann sowas zu fragen? Der ist explodiert. Gimme Willenskraft, du Penner. Not happening. Rejoice, guest. You might cease your stream of consciousness, but your organic mass will be granted immortality as a part of we. Not possible. Stress. I need more power.
So, ohne die Spezialform einzusetzen, das wollte ich haben. Either it's dead, or it's really pissed off. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Nicht. Achso, der ist zu der Zeit unverwundbar. Lass mich doch gehen, ey! Ich drück hier die ganze Zeit die 3 für den Sprung. Und das Scheißspiel lässt mich einfach nicht meinen Sprung machen. Naja, alle sind tot.
They're gonna need more than that. The gift of Ashtaroth will remake you anew. Na komm! Yeah! Wähl doch eine dritte Phase, ich fick dich! Boah, was ein Abfuck, ey. Du hast irgendwann nicht mehr geschafft, die Spawns von denen zu killen, ey. Und ich spiele natürlich offline, weil es mein Offline-Charakter ist. Aber was ein scheiß Gegner. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Please, look around. I'm sure you'll find something that takes your fancy. Weil hier glaube ich nämlich, dass der Angriffsschaden nicht auf Angriffsschaden gilt, sondern also auf Angriffsschaden einer normalen Waffe, aber nicht auf Zauber. Deshalb wollte ich den Gürtel schon immer mal loswerden. Ja. So, mit wem muss ich jetzt reden?